Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen und wir sind hier runtergegangen in die Kneipe. Ich habe Folgendes getan, ich habe alles verkauft, was ich nicht brauchte, nur mal so zur Info. Ich bewahre einmal von jedem Typ, ich sortiere das mal nach Gegenstandstyp, so die besten auf. Also das ist meine Waffensammlung, da haben wir gute Waffen, außergewöhnliche Waffen von vielen, auch die außergewöhnlichen Typen und diese gelben, das sind diese einzigartigen, die wir im Lager haben. Und das gleiche hier auch bei der Rüstung. Also da hat sich schon einiges angesammelt. Dennoch, ich habe so viel verkauft wie, glaube ich, nie zuvor. 25.000 Kupferpfand haben wir durch diesen Verkauf jetzt verdient und sind jetzt unglaublich reich geworden. Nun ja, wie auch immer. Und dann habe ich gleich noch gerastet, sodass eigentlich alles erledigt ist und wir uns jetzt noch um die letzten Dinge kümmern können. Und zwar, ihr erinnert euch, einmal noch das Thema Drachenei. Das war ja auch eine merkwürdige Nummer. Das werden wir dieser Dame da zurückbringen. Und dann noch das mit den Bauern und den Schweinen. Ja. Daran erinnere ich mich. Das müssen wir auch noch klären. Unser neuer Gefährte, der Ogre. Tja, ob der da nun wirklich keine Schweine oder doch Schweine geklaut hat. Ich vermute ja doch irgendwie. Aber das müssen wir ihm ja jetzt nicht erzählen. Erstmal geht es um dieses Drachenei. Wenn ich mich recht entsinne, war das hier Hendina. Sie zieht einen ihrer Verbände zurecht. Kann ich sonst noch was für dich tun? Wenn du dich bald wieder ins Getümmel der Straßen stürzen wirst, hätte ich da einige nützliche Wundsalben für dich. Ich habe das Drachenei gefunden. Bei Hyleas gefiederten Meisen. Sie klatscht die Hände zusammen und zuckt durch den Schmerz zusammen. Wie hast du das geschafft? Ich habe das Nest gefunden, von dem du mir erzählt hast. Hoffentlich haben dir diese Lindwürmer nicht zu viel Schwierigkeiten gemacht. Dann lass mal sehen. Sie wiegt das Ei mit ihrem gesunden Arm. Fantastisch. Kein einziger Sprung. Sie streicht mit ihrer bandagierten Hand über die Eierschale. Sie hieft das Ei hinten auf ihre Karre und wühlt in ihren Regalen. Hier, für dich. Sie lässt ein Stapel Münzen und ein Zutatenpaket in deine Hände fallen. Alles, was du zum Brauen eines guten, starken Muntermacher brauchst. Bei derart Schwierigkeiten, in die du zu geraten scheinst, könnte das noch nützlich werden. Sie beugt sich näher zu dir heran. Und komm immer bei mir vorbei, wenn du Tränke oder Zutaten brauchst. Abgemacht? Für Freunde habe ich Spezialpreise. Sie zwinkert. Sehr schön. Kupfer haben wir dazu noch erhalten und die Sache ist erledigt. Ogerblut, Flussschilfsmarkt. Sehr interessant. Da fällt mir ein, dass ich noch zwei Sachen verzaubern kann. Einmal seine Zweitwaffe hier. Entschlossenheit. Da machen wir mal primitiver. Klar, warum nicht? Wir verteilen das mal so ein bisschen. Oh, ich kann hier sogar noch die Qualität ändern. Das müsste ich bei den anderen auch nochmal prüfen. Und hier. Hier kann ich Qualität nicht ändern, aber hier können wir Töten machen. Und ich mache mal hier Humanoid. Die Armbrust. Sehr schön. Okay. Ja, bei den anderen Sachen habe ich das zumeist geprüft. Naja, lassen wir es erstmal bei diesen beiden Verzauberungen. Und machen uns jetzt erstmal auf noch zu den Bauern, den Armen. Der hier seine Schweine verloren hat. Das war hier, glaube ich. Und bevor wir dann die Gegend verlassen, schauen wir nochmal im Tempel von Berat nach. Ob wir dort auf Elis treffen. Wer kommt hier anmarschiert? Das ist nur ein Dörfler. Also rum bald. Irgendeine Spur vom Ogre oder von seinem Kopf? Tja, ich habe das Monster überzeugt, die Gegend zu verlassen. Du wirst ihn niemals wiedersehen. Ich bin mir da auch sehr sicher. Er ballt seine Hände zu zitternden Fäusten zusammen. Sein Gesicht rötet sich. Aber das ist... Sohn einer orlanischen Hure! Dieses Ding hat meine gesamte Herde verschlungen. Ich wollte ihn tot sehen und ich wollte seinen Kopf auf einen Spieß stecken. Naja, komm. Wir sind mal großzügig. Wir haben ihn ja gewissermaßen abgeworben. Ist ja jetzt unser... Ogre in unseren Diensten, dann werden wir auch den Schaden ersetzen. Also 400 Kupfer geben wir ihm. Da,
Vielleicht entschädigt dich das für den Verlust deiner Schweine. Für uns ist das ja Peanuts, nachdem wir 25.000 hier verdient haben. Sein Mund fällt auf. Das würdest du für mich tun? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Er schnippt mit den Fingern. Warte hier. Er eilt ins Aus und kommt mit einer Donnerbüchse in den Händen wieder. Ich nenne sie den Bleispucker. Sie gehörte meinem Vater und leistete mir im Krieg des Heiligen gute Dienste. Sie ist alt, aber robust und sie hat ordentlich Wumms. Für jemanden wie dich sollte sie in Zeiten wie diesen nützlicher sein. Okay. Ja, warum nicht? Er verschränkt die Arme und betrachtet seine Ferkel. So, und jetzt werde ich mich wieder dran machen, meine Herde wieder aufzubauen. Wenn nicht... Er hebt eins der Ferkel vom Boden hoch und untersucht es schnell. Dieser Kümmerling sieht immer noch zu klein aus. Der wird mir wohl kaum gute Nachkommen zeugen und den Rest meiner Herde. Mit ihm schwächen will ich genauso wenig. Warum nimmst du ihn nicht mit? Dann müsste ich ein Maul weniger stopfen. Das Ferkel trottet mit wackelnder rosa Schnauze zu dir hinüber. Ach Gottchen, wir haben ein Ferkel bekommen. Na dann wird das jetzt unser neuer Begleiter. Wahrscheinlich finden das die Leute im Dürrwald hier auch irgendwie besser. Ein Ferkel. Okay, Gutzala stecken wir dann erstmal ins Lager. Ab jetzt sind wir mit Ferkel unterwegs. Ein großes Abenteuer wartet hier auf uns. Dann werden wir mal... Wen schicken wir los? Ich denke, wir schicken... Oh, wir können sie mal losschicken, oder? Oder? Nee. Machen wir ihn wieder. Zahua. Sehr schön. So. Das hätten wir dann auch geklärt. Mein Gott, wie beruhigend ist das denn? Und jetzt hoch zum Tempel. Und schauen, ob da die Geistlichen sich um unsere Eris gekümmert haben. Wo die jetzt wohl geblieben ist. Das würde mich durchaus noch interessieren. So, ist sie hier vielleicht? Ne, hier ist sie nicht zu sehen. Sprechen wir mal mit ihm. Ne, wir können ihn darüber nicht fragen, aber wir haben hier eine neue Geschichte, die wir mit ihm besprechen können. Die Leute im Dorf sagen, dass das Problem mit Hohlgeburten hier besonders schlimm ist. Ist es. In allen Städten und Dörfern im Dürrwald hat es Hohlgeburten gegeben, aber in Dürrfurt ist schon seit Jahren kein normales Kind mehr geboren worden. Die meisten unserer Leute sind auf der Suche nach Hoffnung in andere Dörfer gezogen und jene, die geblieben sind, haben sich verändert. Kinder versprechen Zukunft, weißt du? Wenn man sie den Leuten wegnimmt, verändern sie sich. Ja, okay. Tja, leider wissen wir jetzt nichts über den Verbleib der guten Eris, aber ich bin mal ganz optimistisch, dass sie heil hier davon gekommen ist. Der Fürst hat sie auf jeden Fall nicht bekommen. Der ist abgereist. Vielleicht sehen wir ihn ja nochmal wieder. So, jetzt stellt sich die Frage, was wir jetzt eigentlich als nächstes tun. Es wäre natürlich möglich, jetzt hier nach Kliambi-Relak zu reisen. Ich weiß gar nicht, wie wir überhaupt hier hinkommen. Hier sieht es ja so aus, als ob das durch diese Sturmwaldschlucht gehen müsste. Keine Ahnung. Aber was ich auf jeden Fall auch nicht aus dem Auge verlieren möchte, ist die unendlichen Pfade in Khaled Noir. Da waren wir lange nicht mehr. Und da sollten wir doch mal die ein oder andere Etage wieder besuchen. Wir haben ja jetzt hier doch so einen gewissen Abschnitt erledigt. Als nächstes wäre das dran. Und dann macht mir eine Sache immer noch Sorgen. Und zwar diese Geschichte. Zwei Quests sind das. Einmal die Parabel von Vael, wo eine Gruppe von Dieben eine Schriftrolle gestohlen hat. Und die an einem verlassenen Bauernhof auf dem Weg nach Dürrfurt gesehen worden sind. Und dann gibt es noch was, was mir aufgefallen ist. Und zwar die Bronze unter dem See. Da geht es darum, dass wir beauftragt wurden, hier eine Gruppe von Abenteurern zu finden, die sich Bühnes Riesentöter nennt, die keinen Weg in bestimmte Ruinen gefunden hat.
Ich soll sie in ihrem Lager in den Waldendebenen aufsuchen und herausfinden, ob sie etwas Nützliches über die Ruinen in Erfahrung gebracht haben, die in der Sturmwaldschlucht im Osten liegen. So, und die Sturmwaldschlucht haben wir schon erkundet. Und ich weiß nicht, entweder habe ich das total vergessen, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir die in den Waldendebenen getroffen haben. Vermutlich müssen wir... Ich war ja vor kurzem mal nochmal dort und habe geguckt, da hatte ich ja alles aufgedeckt. Aber irgendwie sollten wir da nochmal hingehen, habe ich das Gefühl. Das werden wir jetzt tun. Und dann, wenn sich da jetzt nichts Neues ergibt oder auch so, dann gehen wir erstmal zurück nach Kite Noir. Aber erstmal checken wir diese Gegend da nochmal ab. So, jetzt fehlt hier das Annehmen. Hallo? Jetzt geht's. Also diese beiden Sachen, die müssten doch dort zu finden sein. Vielleicht ist das ja auch so eine Gegend, die automatisch aufgedeckt war und ich habe es doch noch nicht alles richtig erkundet. Ich bin da jetzt ein bisschen verwirrt. Wir wollen uns das mal angucken, weil hier, das zeigt es mir doch deutlich, dass wir das eigentlich schon untersucht haben. Aber hier ist doch dieser verlassene Bauernhof. Wir gehen hier einfach nochmal durch die Gegend. Meines Wissens haben wir hier Sagani getroffen. Vielleicht haben wir das auch gar nicht erkundet. Wo geht es denn hier unten hin? Aha, hier können wir zu Feuerfälle gehen. Naja, wir gucken mal erstmal hier hoch. Ich habe das total verdrängt. Aber gut, na, tatsächlich, hier sind die. Hier sind die, glaube ich. Hier ist die Truppe. Ja, Bühne der Flinke, tatsächlich. Okay, Bühne blickt dich amüsiert an, doch seine Stimme klingt bedrohlich. Du hast dich wohl verlaufen, Frischling. Die Riesentöter teilen kein Kopfgeld. Venant schickt mich, euch zu helfen. Er hört auf, sich auf sein Schwert zu stützen und ergreift den Knauf. Venant schickt dich? Die Muskeln um seinen Kiefer herum werden hart. Brandon Lear meldet sich. Der gepflegte Mann lehnt sich nach vorne, schwankend, als wäre er betrunken. Du glaubst, du kannst die Waffen beschaffen? Du hast zwei Probleme, Frischling. Einen überfluteten Eingang zum einen, Schmelztiegelpatrouillen zum anderen. Wir haben hier draußen mehr Ritter als Gesichtsbemalte gesehen. Was machen die Schmelztiegelritter hier? Woher soll ich das wissen? Sie sind glorifizierte Schläger in Rüstung und ziehen meist ein Daunenbett, ein Feldbett vor. Ich würde sie ohne zu zögern aufschlitzen, aber als gesuchter Mann kann ich kein Kopfgeld sammeln. Und was hat es mit dem überfluteten Eingang auf sich? Muss wohl am Regen liegen. Er zuckt mit den Achseln. Aber wir haben das hier im Wasser gefunden. Ah, das ist das Stück, was wir da einfügen müssen. Er hält ein flaches, rundes Stück Adra hoch und lässt es in einem Beutel an seinem Gürtel fallen. Hier gibt es nicht viel natürliches Adra. Vielleicht ist das eine Art Schlüssel. Aber wir konnten es nicht herausfinden, weil diese verfluchten Ritter überall herumschleichen. Was weißt du über diese Waffen? Venan bezahlt gut dafür. Mehr muss ich nicht wissen. Und was jetzt? Eine interessante Frage. Du musst wissen, wir teilen kein Kopfgeld. Niemals. Nie. Seine Gefährten stellen sich in einer Reihe neben ihm auf, die Hände an den Waffen. Ich bin nicht wegen des Kopfgelds hier. Natürlich nicht. Du hast die lange Reise auf dich genommen, um uns Gesellschaft zu leisten. Er tritt vor dich, das Gesicht rot vor Zorn. Lüg mich nicht noch einmal an. Gib es zu. Du weißt nicht weiter, sonst würdet ihr hier nicht einfach so herumsitzen. Bühnes Gesicht läuft rot an. Seine Hand bewegt sich zu seiner Axt, findet dann aber stattdessen die Adra-Scheibe. Er schleudert sie dir vor die Füße. Ich bin gespannt, ob du es besser hinkriegst oder ob du nur ein großes Mundwerk hast. Er wendet sich seinen Gefährten zu. Na los, heute Abend essen wir warm. Wir kümmern uns später um diese Emporkömmlinge. Wir sehen uns. Er wendet sich seinen Gefährten zu und nickt und sie folgen ihm den Hügel hinab. Okay, na, das ist ja auch eine dolle Truppe. So,
Ich weiß zumindest, was ich damit anfangen kann. Mir scheint es tatsächlich so, dass diese Karte aufgedeckt war. Und dass ich deshalb verwirrt war, dass wir hier überhaupt noch nicht alles abgesucht haben. Könnte ich mir vorstellen. Das werden wir dann jetzt mal nachholen. Zumindest das hier, daran kann ich mich... Obwohl, wir haben hier geplündert. Wir haben hier geplündert. Dann sind einfach nur die Leute jetzt da. Am Boden des Tonkrugs schwappen Weinreste herum. Dann sind jetzt die Leute da, obwohl wir die Gegend vorher erkundet haben. Ah, alles klar. Jetzt kann ich mir das erklären. Dann hatte ich fälschlicherweise den Eindruck, als hätte ich hier schon alles untersucht, aber habe eben nicht die entscheidenden Truppen getroffen. Und zum Beispiel jetzt hier diese Räuber in diesem verlassenen Bauernhaus, die müssten wir jetzt hier auch treffen. Da haben wir sie schon. Ich glaube, die werden uns hier so gut wie nichts entgegenzusetzen haben, weil wir sind inzwischen so mächtig. Wenk. Oh, ein Bär ist auch dabei. Naja, ich würde sagen, wir beginnen mal mit einem eindrucksvollen Feuerwerk. Ja. Das ist doch ein Auftakt nach Mars. So, hau ihn mal um. Du gehst hier auch nach vorne. Und du gehst dorthin und die anderen schießen mal eifrig. Oh, Wally hat gleich ordentlich was abbekommen. Aber das sollte dennoch kein Problem sein. Die ist schon erledigt, sehr schön. Der Bär ist scheinbar auch irgendein Gefährte. Aber das macht uns so ganz und gar nicht nervös. So, der ist auch schon dem Tode nahe. Ihr habt gar nichts zu tun. Sehr gut. Erledigt. So, meine Herren, wir machen hier aber kurz einen Prozess. Okay. Das war's schon fast mit den Räubern. Ja, wer ist das denn hier? Ein Dieb lebt noch. Ja, dann müsst ihr euch mal auch um den kümmern. Da ist er zermetzelt. Okay, die müssten jetzt die Schriftrolle haben. Und was finde ich hier? Ibens Zauberbuch. Und hier haben wir die Schriftrolle von Wahl. Sehr schön. Diese uralte Schriftrolle wurde mit einem Silberfaden zusammengebunden. Das gebrochene Wachssiegel wurde mit der Form eines Auges gestempelt. Die Schriftrolle scheint anfangs nur Wortsalat zu enthalten, eine scheinbar unzusammenhängende Ansammlung von Symbolen und Schriftzeichen. Als du sie dir aber genauer ansiehst, könntest du darauf schwören, dass sich die Schriftzeichen bewegen. Langsam, fast unmerklich, verschieben sie sich kreuz und quer und richten sich wieder einander aus, bis du den Text lesen kannst. Ein Einfallspinsel sucht einen weisen Mann auf, der die Antwort auf jede Frage kennen soll. »Bitte«, sagt der Einfallspinsel, »du musst mir helfen, die Welt macht mir schreckliche Angst. Jeden Morgen wache ich auf und weiß nicht warum. Ich treffe jeden Tag Entscheidungen und weiß nicht, was deswegen passieren wird. Jede Nacht gehe ich zu Bett und weiß nicht, ob es meine letzte sein wird.« Als der Einfallspinsel seine Ausführung beendet, sieht er, dass der weise Mann weint. Der Einfallspinsel entschuldigt sich übermäßig und fragt den weisen Mann, was er denn gesagt hätte, um ihn so aufzuregen. Der weise Mann schüttelt seinen Kopf und wischt sich die Tränen aus den Augen. »Manche Leute haben einfach nur Glück im Leben«, antwortet er. Okay. Das beeindruckt mich jetzt doch. Sehr geistreich, diese Parabel. Den Rest stecken wir ein. Eine einzigartige mittlere Rüstung. Aber wir haben inzwischen so gute Sachen, dass wir die... Naja, wir gucken. Wir nehmen sie mal hier auf Zwischenstation. Das Zauberbuch ist auch schon weit. Da sind wir bei sowas. Oh, was ist jetzt los? Als du die Schriftrolle an dich nimmst, hörst du eine Stimme. Du hast sie gefunden, nun verliere sie wieder.
Hä? Was? Glaubst du, dieser Diebstahl war ein Versehen? Die Stimme scheint sich zu wandeln, als würde ihr Besitzer laufend das Alter, die Herkunft und das Geschlecht wechseln. Meine Relikte waren nie dazu bestimmt, lange an einem Ort zu bleiben. Sie sollen verloren und gefunden werden. Die Suche ist es, die den Dingen ihren Wert verleiht. Bringe sie in die Schwarzauen. Finde den jungen Drachen, der nach Osten blickt, und vergrabe sie unter seinem Schädel. Okay. War das Wahl persönlich? Erstaunlich. Wo sind die Schwarzauen? Da. Oha. Gut, das werden wir tun. Ich denke, das werden wir auf jeden Fall tun. Ich höre doch dann lieber auf einen Gott, oder? So sollten wir das tun. Aber nun haben wir das entscheidende Puzzlestück, um hier weiterzukommen. Deshalb werden wir erstmal hier hinreisen. Also das hat jetzt für mich Priorität. Da bin ich doch zu neugierig, auf was wir da treffen werden. Also das werden wir das nächste Mal angehen. Bis dann, macht's gut, euer Steinbein.